Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute wieder einen ganz, ganz tollen Roman mitgebracht, und zwar Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte von T.J. Klune. Erschienen ist er bei Heine und wurde aus dem Englischen übersetzt von Charlotte Lungstraß-Kapfer. Es geht in diesem Buch um Linus. Linus ist 40 Jahre alt, er ist schon seit Ewigkeiten gefühlt Single, er lebt alleine, nur mit einer ziemlich griesgrämigen Katze zusammen im ziemlich verregneten London. Und er ist Sachbearbeiter beim Jugendamt, und zwar in einer ganz bestimmten Abteilung, nämlich ist er Mitarbeiter bei der Behörde für die Betreuung magischer Minderjähriger. Also sein Job ist es, in Kinderheime zu fahren und dort nach dem Rechten zu sehen, ob dort die magisch begabten Kinder denn auch ordentlich betreut werden und vor allem, ob sich dort auch an die Vorschriften gehalten wird. Es ist ein Fantasy-Roman, wie man daran vielleicht schon merkt, aber es ist sehr viel mehr. Denn Linus ist jemand, der eigentlich immer sich an die Regeln hält, also er nimmt seinen Job wahnsinnig ernst. Und obwohl er irgendwie doch Mitgefühl mit diesen Kindern hat und möchte, dass es denen natürlich gut geht, hält er sich ganz klar an die Regeln und Vorschriften und scheut sich auch nicht, ein Kinderheim zu schließen, wenn es den Anforderungen nicht entspricht. Und er macht seinen Job schon seit Jahren so gut, dass er eines Tages für eine ganz besondere Mission ausgewählt wird. Er wird nämlich zu Mr. Parnassus geschickt. Der betreut ein Kinderheim für auch magische Minderjährige, die aber um einiges, ich sag mal, gefährlicher sind als so die durchschnittsmagisch begabten Kinder, die er eigentlich sonst so kennt. Er wird in dieses Heim geschickt, das mitten im Meer liegt, auf einer winzig kleinen Insel. Und er soll dort mal nach dem Rechten sehen, ob denn da alles so nach Vorschrift läuft. Und Linus fährt da sehr widerwillig hin und trifft dort auf eine Gruppe von Kindern, die sein Leben eigentlich für immer verändern werden. Denn diese Kinder sind etwas ganz, ganz Besonderes, und diese Kinder wachsen ihm wahnsinnig ans Herz. Und er beginnt so langsam immer mehr diese Regeln, die er eigentlich strikt einhält, zu hinterfragen. Und auch generell diese Behörde zur Betreuung magischer Minderjähriger überhaupt zu hinterfragen, ob das überhaupt richtig ist, was die machen. Denn man muss dazu wissen, Menschen, die magisch begabt sind, werden in dieser Welt ja fast schon diskriminiert. Also sie haben Probleme bei der Jobsuche, es gibt wahnsinnig viele Vorurteile gegen sie. Und ja, es ist ein Buch über Toleranz und darüber, ja, hinter das zu blicken, was vielleicht so oberflächlich auf den ersten Blick ersichtlich ist. Es ist ein wahnsinnig herzerwärmendes Buch. Also wenn man das aus der Hand legt, geht man da mit so einem richtig warmen, schönen, muckeligen Gefühl raus, weil nicht nur Linus wachsen diese Kinder ans Herz, sondern auch dem Leser wirklich ganz, ganz doll. Und diese Entwicklung, die Linus durchmacht, ist auch wahnsinnig toll zu lesen. Er ist ein wahnsinnig toller Protagonist. Und deshalb möchte ich es eigentlich jedem empfehlen, der nach so einem richtigen Herzensbuch sucht, nach was richtig Schönem. Man muss nicht unbedingt Fantasy-Fan sein, um das zu lesen, das würde ich nicht sagen. Aber man muss natürlich ein bisschen offen sein für diese Thematik. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Ja, Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte.